Rhein-Main-Kompass wird Ihnen präsentiert von der Frankfurter Sparkasse und der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen zum Rhein-Main-Kompass im Dezember. Unser Thema heute: Was sagt Gründungsgeschehen über die Verfassung der Rhein-Main-Wirtschaft zur Jahreswende aus? Seit 4 Jahren geht die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Hessen kontinuierlich zurück. Dabei gelten Existenzgründungen als unverzichtbar für eine nachhaltige Erneuerung der Volkswirtschaft. Gründer stehen für weit mehr als Innovationen oder das Schließen von Marktlücken. Sie sind auch die Frischzellenspender für etablierte Unternehmen. Sei es als Nachfolger in den Chefsesseln, als Ausbilder oder als Erweiterung bestehender Kapazitäten. Und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze kommt noch hinzu. So kommt dem Gründungsgeschehen durchaus Aussagekraft über die Verfassung der regionalen Wirtschaft zu. Der Rhein-Main-Kompass wird dies zum Jahreswechsel nutzen, um eine kleine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Was hat 2014 gebracht und welche Erwartungen verknüpfen die Unternehmen mit dem kommenden Jahr? In unserem letzten Kompass dieses Jahres sind zudem, wie Sie es von uns gewohnt sind, quartalsmäßig die Standortbedingungen abgefragt worden. Maike Dickhaus und Maren Krämer haben sich die Auswertung genau angeschaut und zeigen, dass sich Gründungen sowohl auf Investitionen und Beschäftigungszahlen als auch auf die Auftragslage günstig auswirken können. Und so haben sie die zarten Pflänzchen der regionalen Wirtschaft genauer unter die Lupe genommen. Im Vergleich zum Sommer ist der Optimismus der befragten Unternehmer etwas gesunken. Dennoch bewerten sie die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft der Region fast ausnahmslos als eher gut bis gut. Der Blick auf die Entwicklung der Standortbedingungen der Region für die nächsten 12 Monate fällt stabil aus. 89% der befragten Unternehmer rechnen mit gleich guten Bedingungen. 9% erwarten Verbesserungen. Das sind weniger als noch im Mai. Dafür ist der Anteil derer, die mit verschlechterten Rechnen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Schaut man auf das Investitions- und Beschäftigungsklima, so ist zu bemerken, dass die Bereitschaft, in den nächsten 12 Monaten neue Investitionen zu tätigen, seit dem Herbst 2013 leicht angestiegen ist, trotz eines Abwärtstrends im Sommer. Dagegen ist das Beschäftigungsklima im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgefallen. Auch bei der aktuellen Auftragslage fällt das Urteil seit dem Sommer etwas weniger positiv aus. Jedoch bewerten die befragten Unternehmen die Lage mit 49% zu einem größeren Teil als gut als noch vor einem halben Jahr. Folgerichtig ist auch der Anteil derer, die die Auftragslage als eher schlecht bewerten, gewachsen. Eine Möglichkeit, für frischen Wind in der Region zu sorgen, besteht darin, den Gründergeist der Menschen wieder zu erwecken. Das bekräftigte auch Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir kürzlich bei seinem Besuch auf der Auftaktveranstaltung zur Gründerwoche Deutschland im Square. Jede Volkswirtschaft lebt davon, dass sie dynamisch ist, und Gründerinnen und Gründer gehören zu denen, die eben nicht nur eine gute Idee haben, sondern sie auch in die Tat umsetzen, erstmal für sich selbst Arbeit schaffen, aber wenn die Gründung funktioniert, wenn sie wächst, wenn sie sich entwickelt, auch Arbeit für andere schaffen. Es können ja nicht alle beim Staat arbeiten, aber es sind ja darauf angewiesen, dass wirtschaftliche Aktivität da ist, und da entsteht immer Neues. Und wenn man diese Gründerszene gut fördert, wenn sie wirklich kreativ ist, dann entsteht daraus auch wirklich Stärke, wirtschaftliche Stärke, und darauf ist ein Bundesland angewiesen. Ein gelungenes Start-up ist die Firma Naschlabor aus Babenhausen. 2011 gegründet, verkauft sie nun über das Internet individuelle Zusammenstellungen von Fruchtgummis. Die jungen Gründer würden den Schritt jederzeit wieder wagen, weisen aber auch auf Stolpersteine hin. Gründen ist super cool. Jeder, der eine Idee hat und wirklich von der Idee überzeugt ist, sollte in meinen Augen gründen, sich aber der Risiken bewusst sein, weil man denkt, okay, ich baue mir was auf, einen Online-Shop zum Beispiel, und dann verkaufe ich einfach Produkte. Aber dass da monatlich das Finanzamt kommt, dass da rechtliche Punkte dahinter stecken, dass da die Fixkosten immer größer werden, sukzessive, von Jahr zu Jahr steigen die einfach an, und dass ich ein gewisses finanzielles Polster brauche oder einfach ein Investor im schlimmsten Fall, der dann auch noch was zu sagen hat, das muss man ganz klar durchdenken. Vielen Hessen fehlt offenbar der Mut, eine eigene Unternehmung zu starten. Seit 2011 ist die Zahl der Neugründungen rückläufig. Dabei bietet Hessen gute Voraussetzungen, findet zumindest Jörg Lamprecht. Er hat bereits zahlreiche Start-ups gegründet und diese immer mit Gewinn verkauft.
ich finde einfach, Hessen ist insgesamt ein guter Standort, um Unternehmen zu gründen. Man hat nicht so diesen Hype und dieses Flair wie in München, wo aber auch die Menschen alle weglaufen. Ja? Die Mitarbeiter laufen weg. In Berlin eine Agentur zu gründen, ist wahrscheinlich ganz toll, aber auch ganz verkehrt. Denn sicher ist es cool, in Berlin eine Webagentur zu haben, aber das haben 10.000 andere auch. Und schon hat man wieder nicht die guten Webdesigner und Entwickler. Und dann hat man Kämpfe eigentlich, die man an anderen Standorten nicht hat. Und Hessen ist eigentlich da von Infrastruktur gut, von den Förderprogrammen ausgezeichnet, Universitätsabdeckung ist grandios. Das ist eigentlich ein wunderbarer Ort zum Unternehmen gründen. Einer guten Idee steht hierzulande also nichts im Weg. Lediglich auf einen Versuch kommt es an. Denn so wusste schon Victor Hugo, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann bietet Frankfurt Rhein-Main sicherlich gute Voraussetzungen für Unternehmensgründungen. Dennoch gab es in 2014 bislang 3000 Gewerbeanmeldungen, weniger als noch im Vorjahr. Ein spannendes Thema, das ich heute mit meinen Gästen besprechen möchte. Bei mir im Studio sind heute Anja Obermann, sie ist die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung in Frankfurt. Marc Tillmanns, er ist der Geschäftsführer vom K1 Business Club und ein leidenschaftlicher Networker. Und Thorsten Brinkmann, er ist geschäftsführender Gesellschafter der MeinIT GmbH. Ja, Frau Obermann, ich habe es gerade gesagt, 3000 Gewerbeanmeldungen weniger als im vergangenen Jahr. Ist das bedenklich? Ist das gut? Wie können wir das einschätzen? Das ist erstmal nicht bedenklich, weil wir wissen, woran es liegt. Es liegt nämlich daran, dass die Menschen zum Glück, und dafür arbeiten wir alle drei jeden Tag, zum Glück eine Arbeitsstelle hier haben, eine sichere Arbeitsstelle. Und es ist eben so bei der Anzahl der Gründungen, dass es immer mehr Gründungen gibt in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und weniger Gründungen in Zeiten geringerer Arbeitslosigkeit. Herr Brinkmann, Sie haben das Unternehmen MeinIT, wenn ich richtig informiert bin, vor 5 Jahren gegründet. Sie machen barrierefreie Software. Wenn Sie mal so an Ihre Anfänge zurückdenken, was waren da für Sie regionale Stolpersteine? Also der Hauptstolperstein bei uns war die Finanzierung, muss ich sagen, weil wir mit einem doch sehr innovativen Produkt an den Start gegangen sind. Barrierefreie Software, dieser Begriff war damals noch überhaupt kein Begriff und deswegen wurde es auch nicht verstanden und aus diesem Grund war es unglaublich schwer, am Anfang überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Angebote gerade für Gründer hier in der Region sind sehr gut. Herr Tillmanns, jetzt haben Sie auch noch ein spezielles Angebot für Gründer hier in der Region. Vielleicht können Sie das ganz kurz mal vorstellen, denn es ist ja nicht einfach nur damit getan zu sagen, Sie vermieten Büroräume an Gründungsinteressierte. Das ist ja noch ganz viel mehr. Vielleicht können Sie das ganz kurz mal vorstellen. Ja, genau, das ist der Punkt. Als ich mein Gewerbe anmeldete damals, muss auf dem Gewerbeschein muss ja irgendwas draufstehen. Das ist tatsächlich irgendwie Vermietung von Wiedervermietung von Büroimmobilien. Aber die Geschäftsidee, die passt da eigentlich so gar nicht rein. Wir sind ein Unternehmernetzwerk. Also sprich, wir sind auf 1000 Quadratmeter Fläche ein Bürocenter, erstmal technisch gesehen. Im Einzelnen gesehen sind wir ein Netzwerk, was nach Branchen sortiert ist, wo sowohl Gründer als auch etablierte kleine Unternehmen sich einfinden können und jeder dort seine Stärken einbringen kann, dort wo er sie hat und dort wo er seine Schwächen hat, sie kompensieren kann mit der Hilfe der anderen Partner. Frau Obermann, ist das für Sie so ein Konstrukt, wo Sie sagen, das ist toll, was brauchen wir in Frankfurt noch unterstützend für diejenigen, die tatsächlich gründen wollen? Also Gründer haben ja tatsächlich sozusagen mehrere Probleme. Ein Problem davon oder eine Herausforderung ist erstmal, einen Platz zu finden, wo sie auch sitzen können, wo sie arbeiten können. Da gibt es öffentliche Angebote und da gibt es eben private Angebote. Das ist wunderbar, so soll es auch sein. Und das Netzwerk, das ist ja für jeden Gründer erstmal sozusagen elementar, zu wissen, was haben andere für Erfahrungen gemacht, was kann ich mir vielleicht abgucken, wo brauche ich Kooperationspartner. Von daher ist das wunderbar, was Herr Tillmanns macht. Wir haben wie immer, Sie kennen das ja schon, die Region gefragt. Über 400 Unternehmen sind befragt worden und wir haben mal gefragt, wie denn die wirtschaftlichen Bedingungen für die Neugründungen in der Region sind. Das schauen wir uns jetzt einmal an.
Die wirtschaftlichen Grundbedingungen, die sind eigentlich als positiv zu bewerten. Zusammengefasst 67% sind der Auffassung, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Neugründungen sehr gut oder eher gut sind. Demgegenüber standen 18%, die von eher schlechten Wirtschaftsbedingungen ausgingen. 15, die trauten sich keine abschließende Einschätzung zu. Wir schauen ja dann immer noch mal in die verschiedenen Unternehmensgrößen rein. Und da fiel auf, dass natürlich die großen Unternehmen die Voraussetzungen deutlich positiver gesehen haben als die kleinen Unternehmen. Interessant finde ich aber, dass die Mittelständler eigentlich hier die schlechtesten Voraussetzungen gesehen haben. Woran liegt das denn, Frau Obermann? Ich kann nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich insbesondere im Mittelstand, wenn man schnell wachsen will, dass man da auch einen hohen Kapitalbedarf hat. Da muss man investieren. Man kann ja relativ schnell sozusagen ein Unternehmen gründen, ist dann ein kleines Unternehmen. Das kostet in der Regel auch erstmal nicht so viel. Und dann will man wachsen. Und dann ist man Mittelständler und dann braucht man erstmal Geld. Und an dieses Geld zu kommen, das ist häufig ein bisschen der Hemmschuh in der Gründung. Mhm. Jetzt haben wir gerade in dem Beispiel ja gesehen, da haben Sie beide geschmunzelt bei dem Naschlabor, dass da wirklich Probleme aufgetaucht sind. Mit denen haben Sie, Herr Tillmanns, wahrscheinlich zunächst gar nicht gerechnet. Was für Probleme sind denn bei Ihnen? Also Sie sagten eben bei dem Beitrag, naja, das Finanzamt ist ja klar, dass die kommen. Was würden Sie denn so vielleicht als kleinen Nachteil sehen hier in der Region? Ich kann jetzt keinen direkten Nachteil so beziffern, weil man muss ja sagen, wenn das Finanzamt kommt, dann macht man ja was richtig, weil das Finanzamt nimmt ja niemandem Geld ab, der keins hat, sondern die Leute, die Geld verdienen. Und wenn das Finanzamt zu mir kommt, sage ich mir natürlich auch, gut, da funktioniert ja was, wir haben Umsatz, wir haben auch Gewinne, und erst dann kommt das Finanzamt, also da bin ich eher beruhigt. Gott sei Dank. Ja. Frau Obermann, ich habe ein Zeitungsinterview gelesen, da haben Sie sich so ein bisschen ausgelassen quasi über die Gründe, warum man gründen sollte. Vielleicht können wir da ganz kurz drüber sprechen. Wir hatten es gerade schon, Arbeitslosigkeit ist natürlich ein Grund, um ein Unternehmen tatsächlich irgendwie ins Leben zu rufen. Was könnten denn noch weitere Gründe sein? Es gibt eben im Grunde die zwei klassischen. Das eine ist eine sogenannte Mussgründung. Also ich habe von außen irgendwie Druck, etwas zu tun. Das kann Arbeitslosigkeit sein. Und das zweite ist eine Überzeugungsgründung. Also das sind natürlich Menschen, die gerne selbstständig sind, die selbstständig agieren wollen, unternehmerisch agieren wollen, die vielleicht ihr eigener Chef sein wollen, die eine Idee haben, die sie in die Tat umsetzen wollen und die einfach schauen wollen, dass sie ein Projekt, in dem Fall ist das ein Unternehmen, ein Projekt, zum Erfolg führen. Und das sind häufig natürlich auch die Gründungen, die erfolgreich sind, was aber nicht heißt, dass Gründungen, die aus der Arbeitslosigkeit geschehen, weniger erfolgreich sind. Auch die schaffen häufig mindestens einen Arbeitsplatz. Können Sie uns da eine Zahl nennen? Wir gucken mal irgendwie 5 Jahre weiter nach vorne. Neugründungen, wie viele sind in 5 Jahren noch da ungefähr? Können Sie uns da was sagen? Etwa 50% schaffen diese 5-Jahres-Hürde. Die Hälfte ist erfolgreich, die anderen verschwinden aus verschiedenen Gründen. Also das sind Gründungen, die aufgeben, weil sie vielleicht nicht so erfolgreich sind. Es sind Gründer, die dann wieder in die Festanstellung gehen. Es sind aber auch solche Unternehmen, die dann von anderen geschluckt werden, sozusagen. Ja. Herr Brinkmann, bei Ihnen war es so, Sie haben eine Idee gehabt und die wollten Sie umsetzen, also barrierefreie Software. Und wir haben uns auf einer anderen Veranstaltung gesehen und hatten darüber gesprochen, dass Sie anfangs Probleme hatten, Ihre Mitarbeiter sozusagen sicher zum Arbeitsplatz zu bringen. Jetzt gibt es ganz besondere Ampeln. Vielleicht können Sie das ganz kurz mal erzählen, worauf Sie da gestoßen sind. Ja, also die Idee war barrierefreie Software, also ein Dokumentenmanagementsystem, das auch Blinde bedienen können. Dementsprechend haben wir natürlich jetzt auch blinde Mitarbeiter. Und genau die Geschichte hatte ich Ihnen erzählt, dass in unserem Örtchen eigentlich keine einzige Ampel barrierefrei war. Und mittlerweile über die Jahre ist praktisch jeder Straßenübergang mit so einem blinden Leitsystem versorgt worden. Und die blinden Mitarbeiter gehören jetzt einfach zum Stadtbild und es hat sich jeder daran gewöhnt. Also das fand ich schon ganz toll, dass wir da in dem Bereich sehr viel erreichen konnten, dadurch, dass wir eben Arbeitsplätze für diese Personengruppe geschaffen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sowas gemacht wird, dass man dann tatsächlich sagt, hier ist ein Unternehmen, das gründet neu und die haben Mitarbeiter, für die müssen wir was machen. Finde ich sehr außergewöhnlich, oder? Ja, das ist eine tolle Sache. Das erinnert mich ein bisschen an Marburg, wo ich einige Jahre gelebt habe. Da ist es ja auch ein Standard, dass durch die Blindenstudienanstalt gibt es eben überall Ampeln, die, ne, Geräusche machen.
Wir haben gefragt nach den Einflussfaktoren für die Unternehmensgründung und schauen uns die mal etwas genauer an. Die Finanzierungsmöglichkeit, die wird natürlich an erster Stelle genannt mit 89%, dann die Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit 81%. Einen ebenfalls starken Einfluss wurde dem allgemeinen Gründungsumfeld und den Projektpartnern zugesprochen. Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen 66%, das Angebot an staatlichen Förderungen 64% und die vorliegende Bürokratie mit 61%. Die prognostizierten Wirtschaftsentwicklungen, die haben auch noch einen Einfluss von 48%. Also Finanzierungsmöglichkeiten scheinen in der Region gut zu sein. Das liegt nämlich mal an, Frau Obermann, auch an den Förderprogrammen, die wir hier haben. Es gibt Gründungsförderung und es gibt auch den Gründungspreis. Das heißt, die Bewerber können da ja auch eine ordentliche Summe noch mal gewinnen zur Unterstützung, richtig? Also die Stadt Frankfurt hat selber sozusagen eigene Programme, wie sie Gründer unterstützt. Das ist der von Ihnen angesprochene Gründerpreis, der jedes Jahr 3 Gründungen besonders auszeichnet, ist aber weniger ein Finanzierungsinstrument, weil die natürlich ein Preisgeld bekommen, aber es sind nur 3 Unternehmen, die ein Preisgeld bekommen. Viel wichtiger ist der Gründerfonds. Frankfurt am Main ist die einzige Stadt in Deutschland, die einen eigenen Fonds aufgelegt hat, für Gründer speziell. Da können sich wirklich Gründer jeglicher Natur bewerben oder sozusagen einen Kredit aufnehmen. Die Besonderheit, es gibt ja auch staatliche Gelder für Gründer, Kredite für Gründer. Die Besonderheit ist, dass man auch sehr kleine Summen hier beantragen kann. Also man kann auch zwischen 2.000 und 50.000 Euro aufnehmen. Und das sind Summen, die normalerweise für die Hausbanken weniger interessant sind, weil man da weniger mit verdienen kann. Mhm. Für viele Gründer ist das aber das entscheidende Geld, was sie brauchen. Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die wurde als positiv angesehen mit 81%. Jetzt weiß ich, Herr Brinkmann, das ist ja gar nicht so einfach mit den Arbeitskräften. Jetzt sind Sie ein kleines Unternehmen, Sie sitzen nicht direkt in Frankfurt und Sie haben ein ganz spezielles Produkt. Wie kommen Sie an Ihre Arbeitskräfte? Ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Eigentlich sehr stark übers Netzwerk. Wir bilden ja auch aus. Wir engagieren uns schon ganz früh in den Schulen. Dadurch haben wir auch immer sehr viele Bewerber für unsere Ausbildungsplätze. Dann sind wir jetzt einen neuen Weg gegangen über eine studentische Vereinigung, die uns ausländische Studenten vermittelt hat, die dann für ein Jahr bei uns sind, um so an neue Fachkräfte ranzukommen und eventuell das Ganze dann auch mit unserer Expansionsstrategie zu verknüpfen, dass wir praktisch Mitarbeiter haben, die Kultur des eventuellen Ziellandes auch schon verstehen oder dass man eben Muttersprachler hat im Unternehmen, die dann diesen Markt vielleicht auch bedienen können. Also wir mischen das Ganze und ja, obwohl wir so klein sind, hat sich's rumgesprochen, was wir machen. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Initiativbewerbungen. Also wir empfinden es momentan nicht so, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Aber das ist wahrscheinlich auch unserem Alleinstellungsmerkmal geschuldet. Ja. Also ich glaube, anderen, mit denen ich gesprochen habe, die können seit zum Beispiel 2 Jahren einfach irgendeine Stelle nicht besetzen. Den Fall hatten wir bisher noch nicht. Herr Tillmanns, das ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen was, wo Sie jetzt auch schon Kribbeln in den Finger kriegen und sagen, jetzt lasst uns mal netzwerken, wir können diese Stellen bestimmt besetzen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo Sie gut unterstützen können, eben durch Ihr großes Netzwerk und auch durch diese Kapazitäten, die Sie da gebündelt haben in Ihrem Bürogebäude. Das ist ein guter Punkt, weil mein Netzwerk, was ich außerhalb vom K1 Business Club habe, was ich über Xing pflege, hat 80.000 Mitglieder in den letzten 10 Jahren. Und dadurch habe ich ein hervorragendes Netzwerk, was ich nutzen kann und bin auch immer gerne bereit, auf Anfragen etwas dort hineinzustreuen und da kommen auch recht gute Ergebnisse raus, die sich sehen lassen können. Was uns als K1 angeht, ich vergleiche uns mal wie ein großes Unternehmen. Dadurch, dass wir nach Branchen sortiert sind, also wir haben auch eben Leute, die machen Buchhaltung, wir haben Leute, die machen Vertrieb, wir haben Leute, die machen Marketing, auch speziell aufgeteilt. Da sind welche, die machen eben nur Grafik und welche machen eben nur spezielle Werbekonzepte, können wir auch nach außen auftreten als Dienstleister für gewisse Sparten, wo wir quasi einen Mitarbeiter verleihen, wo ich jetzt nichts mit zu tun habe, weil der ist ja quasi selbstständig bei mir in meinem Netzwerk drin und kann natürlich auch nach draußen am Markt agieren wie ein großes Unternehmen, weil er hat hinter sich ja auch immer Leute, die ihm zuarbeiten können. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz großes Plus, was wir hier in der Region haben, Frau Obermann, oder?
Ja, also wir haben in der Region ja sozusagen keinen Fachkräftemangel per se. Im Gegensatz zu anderen Regionen sind wir ja in Frankfurt glücklicherweise so eine attraktive Stadt oder so eine attraktive Region im Rhein-Main-Gebiet, dass wir viele, viele Menschen von außen anziehen. Aber wir haben eben Menschen da und es gibt immer wieder einzelne Berufsgruppen, auch kleinere Unternehmen, die Probleme haben, bestimmte Stellen zu besetzen. Ich bin da aber optimistisch, dass über solche Netzwerke oder über andere Wege man da durchaus zu der richtigen Person auch kommen kann. Ja. Es wird ganz oft, wird so ein bisschen als Standortnachteil die Bürokratie genannt. Was sagen Sie als sozusagen Wirtschaftsförderin dazu? Ja, Bürokratie ist immer was Lästiges für jedes Unternehmen. Was nicht stimmt, ist, dass es hier in der Region irgendwie besonders auffällig wäre, dass wir bürokratischer sind als in anderen Regionen. Das ist eher so, dass natürlich nationale Vorschriften einzuhalten sind. Die sind überall einzuhalten. Gebe Ihnen aber recht, es wäre schön, wenn wir da vielleicht das ein bisschen einfacher machen würden, vor allem für kleinere Unternehmen, da mit der Bürokratie zurechtzukommen und nicht so viel Zeit einfach da reinzustecken. Das kostet ja Zeit und Energie, die man eigentlich mit seinem Geschäft verbringen will. Uns hat noch interessiert, welche Unternehmensgründungen denn hier in der Region tatsächlich die größten Chancen haben. Da ist zum einen die IT-Branche dabei, ganz klar, aber an oberster Stelle steht tatsächlich die Handwerksbranche. So, und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich wohne nicht jetzt im Ballungszentrum, sondern ich wohne ein bisschen außerhalb und da sind die Handwerker eigentlich alle ja, eher, kriegen keine Auszubildenden, kriegen keine Fachkräfte, die haben echte Probleme. Ist das tatsächlich ein guter Gründungsberuf? Das Handwerk hat goldenen Boden, sagt man so schön. Von daher ist das Handwerk immer ein guter Gründerberuf, gerade weil es in vielen Handwerksberufen einen Fachkräftemangel gibt oder es Probleme gibt, diese Stellen zu besetzen. Das führt nämlich dazu, dass natürlich jemand, der ein neues Unternehmen gründet und vielleicht mit ein, zwei Leuten erstmal anfängt, dass er gute Chancen hat, auch Aufträge zu bekommen. Selbstverständlich. Deswegen wundert es mich nicht. Handwerksberufe sind wirklich begehrt, also Handwerksunternehmen sind begehrt. Die sind so gut ausgebildet in Deutschland, dass sie sich international hervorragend sehen lassen können. Und ich glaube, jeder Handwerksmeister, der sich selbstständig macht, hat gute Chancen, dass das Unternehmen wächst. Jetzt mal abgesehen von den Handwerksunternehmen, es gab, das hatte ich ja eingangs gesagt, weniger Gewerbeanmeldungen. Die Gründungsbetriebe werden so ein bisschen als Frischzellenkur auch bezeichnet. Wenn Sie haben einen ziemlich großen Überblick aufgrund Ihres großen Netzwerkes, jetzt mal schauen, wir hatten in diesem Jahr nicht so viele Gründungen. Fehlt Ihnen ein bisschen Innovation? Sagen Sie selber, es müsste mal wieder was Neues kommen? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, eine gute Idee gehört einfach dazu, wenn man gründet, weil allein nur die zwei fleißige Hände alleine bringen es jetzt auch nicht. Also ich erlebe halt oft, dass Leute mit sehr guten Ideen kommen, denen es an Vertriebskraft fehlt und auch umgekehrt, dass Leute sagen, sie wissen gut, wie sie sich verkaufen, aber dann haben vielleicht im Hintergrund mit der Administration, mit der Buchhaltung irgendwo Probleme, nach vorne zu kommen. Und ich glaube, ich schließe mich so ein bisschen der Meinung von Frau Obermann an, wenn es in der Wirtschaft richtig bergauf geht und viele Arbeitsplätze besetzt werden, dann ist natürlich so die Idee, eine Selbstständigkeit zu gründen, dann schon eher so ein bisschen auf dem Nebengleis, weil man sich dann sagt, okay, da hast du jetzt einen sicheren Job, da kannst du Karriere machen. Wenn es dann umgekehrt ist, dann ist vielleicht schon so der eine oder andere, der sagt, Mensch, ich habe so eine Idee in der Schublade, also jetzt traue ich mich das einfach. Also im Prinzip für die Region schon besser, wenn man mehr Gründungen hat, alleine wenn man Richtung Innovation sich orientieren möchte. Aber trotzdem kein schlechtes Jahr gewesen. Wenn wir jetzt gemeinsam mal in Richtung 2015 blicken, können Sie da, Frau Obermann, schon eine Prognose stellen, wie es denn weitergehen wird? Die Prognose, wenn man die reine Quantität anschaut, ist immer relativ einfach, weil sie sich einfach sozusagen an der Konjunktur entwickelt und an der Tatsache, wie sich die Arbeitsplätze entwickeln. Von daher werden wir sicher auch 2015 kein Rekordjahr in der Anzahl der Gründungen erleben. Hoffentlich, muss ich dann sagen, in diesem Zusammenhang, weil der Arbeitsmarkt stabil ist und wir jetzt keine größeren Firmen oder sowas erwarten, die jetzt Tausende von Arbeitsplätzen in dieser Region freisetzen. Herr Brinkmann, für 2015 gibt es etwas, was Sie sich für Ihr Unternehmen wünschen würden? Ja, also ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr praktisch nochmal ordentlich wachsen können und unsere Pläne, groß in den Markt zu kommen, funktionieren werden. Und da hatte ich ja vorhin das Thema Finanzierung angesprochen, also praktisch den großen nächsten Sprung machen zu können.
was meiner Meinung nach hier in der Region, obwohl es hier eigentlich mit Finanzierung sehr gut aussieht, trotzdem sehr schwierig ist, wie wir ja auch in den Befragungszahlen gesehen haben. Aber ich denke mal, dass wir das hinkriegen werden und dann noch viele neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen können. Tolles Vorhaben, was Sie haben. Wir schauen abschließend mal ganz schnell auf unsere letzte Auswertung, nämlich die erwartete Geschäftsentwicklung in 2015. Die deutliche Mehrheit blickt positiv in das neue Jahr. Zusammengefasst 62% erwarten ein deutliches oder moderates Wachstum. 32% erwarten eine Stagnation in der Geschäftsentwicklung und eine nur sehr kleine Gruppe, nämlich lediglich 4% bzw. 1% erwarten einen moderaten bzw. deutlichen Geschäftsrückgang. Die Erwartungen sind zwar insgesamt positiv, aber eine gewisse Zukunftsunsicherheit. Sehen Sie das auch so, Herr Tillmanns? Also ich kann nur für uns sagen, wir sind sehr optimistisch. Wir sind jetzt vom Geschäftsmodell her gereift, haben die ganzen Prozesse standardisiert. Also wir können jetzt auch im nächsten Jahr, aufgrund der vielen Nachfragen, die wir haben, wir sind ausgebucht. Wir können bei uns im Haus keinen mehr unterbringen. Die 4 Stockwerke im Haus sind da belegt. Und wir werden jetzt auch einen neuen Standort in Frankfurt nächstes Jahr suchen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass in einigen Jahren wir auch bundesweit zu finden sind. Also es geht voran. Frau Obermann hat ein Lächeln im Gesicht. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, Herr Brinkmann, Frau Obermann und Herr Tillmanns, dass Sie heute meine Gäste waren. Wir gehen in eine Winterpause und sehen uns im Februar wieder. Zwischenzeitlich können Sie sich die Gesamtergebnisse auf der Homepage der Frankfurter Sparkasse anschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.